Wie ist die Lage? Oh, wir saufen ab und gehen alle und... Nein, aber im Gegenteil, Sie saufen ja im Moment gar nicht ab. Nee, ich saufe nie ab. Und wenn ich mal irgendwie ein bisschen wirble in so einem Wirbel, bin ein Wasserwirbel, ja, in so einem Strudel, dann ist die Hand ja nach draußen, der Kopf meistens. Mhm. Und dann sehe ich die Sonne und den Himmel und dann werde ich wieder rausgepumpt. Ich bin ja immer auf Abwegen gewesen. Das heißt, ich bin nicht nur die Hauptstraße lang, die Schaufenster, sondern ich bin in die Nebenstraße rein, immer tiefer. War auch mal ein Gefängnis dazwischen. Natürlich, aber das gehörte zum Sagen, ach, Sache, das muss doch furchtbar. Es war furchtbar schön auch. Weil ich endlich da, ich wollte immer mal so, ich hatte damals mal so einen philosophischen Gurdjieff, hieß der, so ein Russe. Und den hatte ich mal am Wickel. Und dann hat der mal auch geschrieben, ja, wir sind so mechanisiert, die Menschen in unserer Zeit, in unserer sogenannten Zivilisation. Wir müssten alle mal irgendwo auf so einen Berg gehen, Tibet, und in uns hineinhorchen. Und dann war ich da im Gefängnis, ich erinnere mich, vor 30 Jahren war das, ja. Und das vierte Stock, und die Sonne schien und ich sah den Himmel und Schäfchenwolken oben. Und meine Taube, eine Freundin von mir, also eine Taube, die saß da, die habe ich immer gefüttert, turtelte mit ihrem Tauberich da rum. Die war oft da bei mir. Ja. Und die Sonne wurde so auf den Zellenboden geworfen, zerschnitten durch die Gitterstäbe. Und ich gucke so rein, da, Mensch, das ist ja wunderbar. Und das war auch die 3 Wochen des Selbstmitleids, hatte ich überwunden. Und dann siehst du auch klar, wie auch im Leben, immer Selbstmitleid ist ja was, einen völlig zerstört. Und dann habe ich gesagt, Mensch Rolf, das ist dein Tibet. So habe ich es gesehen. Und dann fing ich an, ich habe geschrieben, dauernd, habe gezeichnet, das war's. Ja? Also... zu sich selbst gefunden im Gefängnis? Ja, natürlich. Weil ich auch wusste, ich komme ja wieder raus. Ja, weil ich hatte ja nichts Böses gemacht, ich war nur krank. Ich war süchtig auch von irgendwas, was man nicht haben durfte. Ja, aber ja, heute ist es ja normal. Also das ist ja, gibt viele Prominente, um Gottes Willen, ich würde niemals Namen nennen. Doch, Namen. Nee. Die kriegen sogar, die haben Bundesverdienstkreuze und sind täglich irgendwie, pfeifen sich da irgendwelche Sachen ein. Das ist heute auch, ich meine, ich bin eigentlich wie nennt man es, Pionier. Wie kommt man davon los? Das ist reiner Wille. Also ich meine, du hast ja dann auch ja noch kein Geld mehr und es ist nichts mehr. Und ich habe immer gesagt, das schaffe ich sowieso. Und alle haben gesagt, ha, ha, ha. Ja? Und ich habe früher auch schon in den 70er Jahren, in der Hippie-Zeit, am Anfang habe ich ja, also Ende, Anfang der 70er Jahre, auch schon so Yoga sein. Ich habe ja da die ersten Gurus in Berlin, in Neukölln, in Kreuzberg, die waren in irgendeinen Fabrikräumen und dann haben die da irgendwie ja Vorlesungen gehalten. Und das hilft das denn? Ja, das ist wunderbar, ja klar. Also die Asiatischen, die sind ja uns ja so weit fort, das ist ja ungeheuer. Ja? Aber wie kann man sich sicher sein, davon loszukommen? Das hat ja wahrscheinlich doch sehr lange gedauert, oder? Ist das ein Tag, wo man die Entscheidung trifft? Nee, ich wollte das während der Zeit, habe ich es immer probiert. Bloß dann kam irgendwo wieder eine Gelegenheit, wo einer war, der das auch zufällig hatte und sagte, hey, ich habe ja super... Ach so, nee, danke. Und dann Dr. Jekyll mir sagt, ja, nein, so geht es doch. Und dann, und dann ich sag, so hier geht's nicht. Also musst du irgendwo hinfahren, muss man machen. Also weg. Aber wo sind Sie dann hingegangen? Nach Gran Canaria, in die Sonne, ans Meer. Wie lange? Genau 6 Monate. Das ist genau die Zeit, die du für die meisten Suchtmittel brauchst. Und das habe ich eben auch gelernt, eigene Energie zu mobilisieren. Und das kannst du ja nur, indem du Regi machst. Da sagen die mir ja, die denken alles dogmatisch, du bist impotent, langweilig, im Gegenteil. Die Potenz steigt ja überhaupt. Ich habe eben, bevor ich herkam, habe ich noch mal 5 Tibeter gemacht. Das sind auch so solche Übungen, angelegt so ein Yoga. Und das ist, also, und dann mache ich noch Regi, das ist Hand auflegen. Das kann jeder machen. Das machst du ganz hier. Einmal so, einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so, einmal so,
Immer so. Immer so. Immer so. Und immer so. Da schlafe ich schon fast ein. Also ist mein Ernst. Und das kann jeder machen. Und das ist besser als Drogen. Das ist die Droge. Das ist die Droge. Die Droge ist eigentlich bewusst leben. Sich dauernd erinnern dran, wie man sich, merkst du noch. Ja? Und dadurch werden eben gewisse Zentren, die werden eben dadurch mobilisiert. Da stehst du auf und siehst mich an, guck mich mal an. Ich habe keinen Kaffee getrunken, ich nehme gar nichts. Cut! Nein, wieso? Ich brauche Wasser. Ach so, Wasser. Mann, hör mal, ich habe erst einen Liter getrunken. 3 Liter musst du trinken am Tag. Ja, klar. Da super. Ja, aber stopp mal, das muss ja heißes Wasser sein. Nee, das trinken kann ich auch so trinken. Also gut. Nee, hier. Aber sonst, ihr Rezept ist ja... warmes Wasser, guck mal, in den ganzen... Halb voll warmes Wasser, ja, und dann kaltes, ja, drei drauf, Viertel, bis drei es... Ja, guck mal, wir haben ja immer eine Temperatur, so und so viel Grad. Und das Wasser ist immer kühler. Ja, ja, ja. Und aus dem Kühlfach ist ganz schlecht. In diesen warmen Ländern, die ganzen Menschen, die da, die Anwohner, ja, da, die trinken nur in Marokko, die trinken nur Tee oder heißes warmes Wasser. In China auch, die trinken warmes Wasser. Ja. Weil wenn du das warmes Wasser trinkst, das ist viel, weil du viel musst, Sinn, ja. Nein, du hast ja wieder, musst, du brauchst Kraft, um das Wasser zu erwärmen. Ja. Das meine ich damit. Und ich bin ja nicht hier, ihr müsst, das ist ja nur, wer es machen will, der kann es machen, wer nicht, ist mir so völlig wurscht. Aber überall fragen, ja, was trinken Sie? Wasser. Bitte hier halb so und kochen oben. Der hat eine Meise. Das, überall. Na, nur bei mir, ich krieg es dann, weil ich ja irgendwie Volksschauspieler bin. Ja. Das heißt, Sie sind ein genügsamer Mensch. Ja, in der Schon immer? Ja, in der ich habe da immer dahin zu gestrebt eigentlich. Die Genügsamkeit drückt sich dann wie aus? Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und habe dann nur noch so und so viel im Haus. Ich habe nur noch ein paar Nudeln, dann habe ich irgendwie, ich habe gar nicht die Vorräte, weil, weiß ich, die ich hatte, die habe ich irgendwie gegessen. Dann sind ein paar Nudeln, dann ist noch irgendwo ein ganz bisschen Käse, ein bisschen Brot. Und dann sage ich so, jetzt werde ich das mal essen und esse ein Stückchen Trockenbrot und habe auch keine Margarine dabei, weil ich von irgendwo kam. Sage ich so, was soll ich jetzt machen? Und dann mache ich mir aus diesen kleinen Sachen, die ich da habe, mache ich mir ein Mal. Das kommt eben durch Situationen bedingt, wenn du weggeschlossen bist oder bei solchen Gelegenheiten, dann kommst du auf solche Ideen. Dann wirst du einfach genügsam. Sind Sie gläubig? Natürlich. Im Gefängnis geworden oder? Nee. Schon vorher? Ich meine, gläubig, ich bin nicht religiös. Ja? Aber an was glauben Sie dann? Ich glaube an die Kraft der Natur, ja, und lasse mich von der Erde tragen, würde ich mal sagen, weil die dreht sich ja. Dann kann ich Sie ja gut, in Bewerbungsgesprächen werden ja Menschen oft gefragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich frage Sie jetzt mal dementsprechend Ihre Einstellung zum Leben und zum Tod, wo sehen Sie sich in 100 Jahren? Man könnte sagen, glatt, also an der Seite Gottes. Also, wenn man es so sieht. Ja? Also, oder also als... Auch gläubig. Ja, natürlich. Ich meine, Gott ist halt so eine schöne Bezeichnung auch. Und das ist, also, ach, ich meine, die Schöpfung, das ist ja, also, das ist ein göttliches, Geschehen, ja. Das kann man so sagen, ne. Wer soll es gewesen sein? Also sagt man, es ist der Gott. Ja? Und vor allen Dingen, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie an irgendetwas, also die ganze Religion, das ist mir alles, ich meine, wozu sind Religionen denn erfunden worden? Wo sind die denn erfunden worden? Früher hatten sie ihre Götter. Diese Leute, die mehrere Götter hatten, die wurden verfolgt von den Leuten, die an die christliche Religion geglaubt oder an Islam, das ist ja auch, das hat ja auch was damit zu tun, eine andere Art. Das und das, was ist denn das für eine Toleranz? Ja, ich sehe mich, oder so, Gott, das ist wieder so, aber ich sehe mich eigentlich in 100 Jahren entweder noch genetisch so präpariert, dass ich 200 Jahre alt bin oder sowas. Oder 100, wie bei 168 werden 168, 180 wäre, und dann, eigentlich bin ich ja schon 500 oder sowas. Ja, aber entweder sowas oder als... Schwingung im Kosmos. Und jeder, der mich
mit mir sprechen möchte, braucht nur in die Sterne zu meditieren, in den Himmel, ins Universum, und auf irgendeiner Galaxie bin ich dann irgendwo zu erreichen. Wir werden uns begegnen als Schwingung. Wie Stanley Kubrick werden wir im Walzertakt. Ne? Wunderbar. So, Sie haben jetzt Jürgen Drews geschlagen. Der war bisher unser längster Gesprächspartner. Aber der sabbelt ja, das ist ja der. Das ist der, ja gut. Aber lehnen Sie sich nochmal zurück. Dann mache ich nämlich jetzt mal eine. Nein, das ist, weil du dauernd immer interessierst. Nein, da habe ich. Nein, sehr wunderbar. Bleiben Sie nochmal kurz, so sitzen wir gerade eben. Dann mache ich nämlich meine Verabschiedung jetzt mal. Ja, dann danke ich Ihnen für das im wahrsten Sinne des Wortes bewusstseinserweiternde Gespräch.